Herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Viktoria Köln vor unserem Spiel kommenden Montag gegen SV Meppen um 19 Uhr. Ja, Olaf, wir sind wieder in deinem Wohnzimmer. Wir haben uns jetzt mal an den Esstisch oder Besprechungstisch gesetzt. Ja. Sehr gemütlich, vielen Dank für den Kaffee übrigens. Gerne. Der könnte ein bisschen heißer sein. Ja. Hat so lange gedauert. Ein großes Thema zurzeit ist natürlich die Corona-Situation. Wie verfolgst du das? Ja, natürlich mit großer Sorge. Ich denke, das ist ganz klar. Gerade gestern noch eine Sendung nochmal im Fernsehen gesehen, wo auch dieses Thema nochmal besprochen worden ist. Jetzt gegenüber vor einem Jahr haben wir 2/3 geimpft, aber leider ist diese Delta-Variante halt auch 6-mal so ansteckend. Sprich, die Zahlen schnellen in die Höhe. Dort hat auch sehr eindrucksvoll ein Intensivpfleger von seiner Arbeit erzählt, muss ich sagen. Du kriegst mal Gänsehaut, wenn man die Geschichten hört, was da los ist. Also von daher kann ich da nur sagen, Leute, lasst euch impfen. Denn das ist die Möglichkeit, wirklich den bestmöglichen Schutz zu haben für sich selber, dass die Verläufe nicht so extrem sind und vor allen Dingen auch damit den Schutz auch für die anderen Menschen. Kannst du uns einen kleinen Überblick geben? Sind unsere Spieler alle komplett geimpft? Ja, wir sind durchgeimpft, auch also Trainerstab, Funktionsteam und die Spieler. Auch das ist natürlich auch ein Teil, das fühlt sich dann einfach sicherer an. Ja, und toi 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 haben wir auch keine Corona-Fälle. Ne, klar, weil wir uns natürlich auch versuchen, auch außerhalb unseres Trainings- und Spielbetriebes natürlich auch so zu verhalten, dass das Risiko absolut minimiert wird, sprich Mindestabstand und so weiter. Und keine großen Partys feiern oder sonst was, ne, sondern einfach versuchen, sich ja so zu verhalten, dass man irgendwie so einen Bogen um dieses Virus macht. Ja, kommen wir zum etwas schöneren Thema. 6 Spiele ohne Niederlage. Es läuft bei uns, jetzt Länderspielpause. Wie hast du die Länderspielpause mit deiner Mannschaft verbracht? Ja, also erstmal, genau, hast du richtig gesagt, fühlt sich natürlich gut an mit so einer Serie, 6 Spielen und 14 Punkten. Das ist natürlich zu dieser Phase, gerade für uns in dieser Phase der Saison, schon super gewesen, hat der Mannschaft Auftrieb gegeben. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt kommt so ein Break mit der Länderspielpause, aber ich glaube einfach, dass es auch gut war, dieses Break für uns, weil wir ja, wie die meisten wissen, gebeutelt sind von vielen verletzten und angeschlagenen Spielern. Ich glaube, am letzten Spiel in Türkgücü waren wir irgendwie bei der Zahl 11, die ausgefallen sind. Und von daher haben wir einfach auch diese Zeit genutzt, um uns auf der einen Seite zu regenerieren, auf der anderen Seite Spieler auch wieder gesund zu kriegen, fit zu kriegen und natürlich auch im konditionellen Bereich zu arbeiten, um sozusagen uns den letzten Schliff zu holen für diese finale Phase jetzt vor Weihnachten. Jetzt gab es in der zweiten Runde 5-1 gegen den SSV Bornheim. Wie hast du dieses Spiel gesehen? Man hatte schon den Eindruck gehabt, die Mannschaft ist aggressiv, hat das sehr gut angenommen. Genau richtig. Ich muss sagen, top. Hat Spaß gemacht, den Jungs zuzugucken. Über 1000 Zuschauer auf einem ganz kleinen Kunstrasenplatz. Ne? Also es war schon eine richtige Pokalatmosphäre, muss man sagen. Ein Gegner, der hoch motiviert war, uns das Leben schwer gemacht hat. Ja, und wir eben diesen Gegner bespielen mussten. Auf der einen Seite, aber auch Sachen Restverteidigung, wenn der Gegner umgeschaltet hat, eben da zu sein. Und da muss ich sagen, haben wir wirklich eine klasse Leistung gebracht. Die Jungs waren fokussiert, wollten unbedingt das Spiel gewinnen und dann auch, sag ich mal, hinten raus, zweite Halbzeit, das Spiel total kontrolliert gegen eben sehr tief stehenden Gegner. Da muss man auch erstmal die Räume finden und auch was mit dem Ball anfangen. Und das haben wir wirklich aus meiner Sicht sehr gut gemacht und war ein toller Pokalabend gestern, der uns nicht geschadet hat. Also ich meine von der Belastung her, sondern eher gut getan hat, dass wir da nochmal auch einen Wettkampf hatten und dann natürlich eine Runde weiter sind. Kannst du uns ein kleines Update geben, personell, wie sieht es jetzt aus für das Spiel gegen Meppen? Ja, ich habe gerade von unseren 11 gesprochen, jetzt haben wir ja unter der Länderspielpause in Bochum gespielt. Da haben wir leider nochmal 2 Verletzte zu beklagen. Das ist einmal Jean Durand, der sich leider in einem
Zweikampf die Hand gebrochen hat. Der Junge ist schon operiert, ihm geht es soweit gut. Er wird sicherlich jetzt erstmal die nächsten Wochen ausfallen. Marcel Risse hat sich eine Muskelverletzung zugezogen. Das wird dann auch noch ein bisschen dauern. Das sind aber auf der anderen Seite, klar, das ist natürlich zwei Spieler, die uns natürlich wieder wehtun, aber das wird die Mannschaft auffangen, zumal sicherlich auch der ein oder andere Spieler von unserem großen Lazarett bis Montag auch einsatzbereit ist, auch wieder zurückkommen wird. Das wird man sicherlich dann sehen, wer es denn schlussendlich schafft, aber ich bin guten Mutes und wir werden sicherlich eine schlagkräftige Truppe dann am Montagabend dann Meppen auf dem Platz haben. Meppen ist ein heißes Pflaster, relativ viele Zuschauer, enges Spielfeld, gute Stimmung. Was erwartest du am Montag? Ja, also ich bin ja nun bekanntermaßen der älteste Trainer dieser Liga, von daher darf ich auch ein bisschen nostalgisch sein. Wir treffen auf einen ganz besonderen Gegner. Darauf freue ich mich sehr. Warum besonders? Ja, die Mannschaft war am Ende der letzten Saison abgestiegen. Kapitän Tankulic, glaube ich, hat schon in Türkgücü unterschrieben. Klar, die Mannschaft war dann in der Regionalliga und dann sind natürlich diese Verträge ausgelaufen und wie wir dann alle wissen, stand dann Uerdingen vor der Insolvenz und dadurch ist Meppen überhaupt erst zurückgekommen. Und da muss man sagen, was die Mannschaft daraus gemacht hat, was Enrico Schmidt mit dieser Mannschaft gemacht hat, ist bemerkenswert. Sie haben in der Saison, Kaiserslautern geschlagen, Wiesbaden geschlagen, Osnabrück im Pokal. Also viele, viele tolle Spiele gehabt. Dortmund jetzt zum Schluss geschlagen, also bemerkenswert. Und diese Mannschaft zeigt einfach, dass eine funktionierende Mannschaft immer mehr ist als die Qualität der Einzelspieler. Und das leben sie, das lebt das Publikum. Ich war selber ihrem letzten Heimspiel gegen Türkgücü, war ich im Stadion. Hat einen großen Spaß gemacht, weil da sind halt 10.000 verrückte Meppner im Stadion, die total hinter ihrer Mannschaft stehen. Waren aber tolle Begegnungen, die ich da hatte. Klar, haben sie mir gesagt, dass die 3 Punkte natürlich in Meppen bleiben werden. Damit bin ich natürlich nicht ganz einverstanden, aber ja, warum erzähle ich das alles? Ja, weil wir einfach auf eine Mannschaft treffen werden, die im Flow ist, die läuferisch, kämpferisch alles in die Waagschale werfen wird und die sie auch gefährliche Umschaltspieler hat, wenn sie den Ball gewinnen, schnell vor unserem Tor sind und gegen den Ball einfach brutal arbeiten und damit, wie ich ja eben schon erwähnt habe, schon etliche Mannschaften in dieser Liga sehr wehgetan haben. Ja, vielen Dank, Olaf. Wir freuen uns natürlich auf ein spannendes und erfolgreiches Spiel in Meppen. Vielleicht von uns auch nochmal den Appell, bitte lasst euch impfen. Vielen Dank. Genau das schützt euch und dadurch auch andere. Und bleibt gesund. Danke. Tschüss. Tschüss.